Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Herr Landeshauptmann, Herr Regierungschef, werte Bürgermeister, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich darf Sie im Namen der Vorarlberger Nachrichten ganz herzlich begrüßen. Wir freuen uns, heuer bereits zum 10. Mal Gastgeber sein zu dürfen, wenn sich die Top-Entscheider der heimischen Wirtschaft an einem besonderen Ort treffen. Im letzten Jahr hatten Sie ja Michael Doppelmayr in seiner charmant geradlinigen Art schon bei der Begrüßung daran erinnert, dass wir nur kurz die Ehre haben, seine Arbeiter bei ihrem Schaffen zu unterbrechen. Und tatsächlich liefen die ersten Maschinen bereits wieder, als die letzten Gäste die Montagehalle noch nicht verlassen hatten. Und auch heuer sind wir an einem Ort, an dem vor knapp 3 Jahren Urgewalten eingeschlagen haben. Ein kapitaler Blitzschlag im Juli 2009 hat die Maschinen des Rodundwerkes für 2,5 Jahre außer Betrieb gesetzt und uns daran erinnert, dass es noch viel gewaltigere Energien gibt als jene, die die Ilwerke VKW-Gruppe selber produzieren. Herr Dr. Summer, Herr Dr. Germann, schön, dass wir heute bei Ihnen sein dürfen. Und ich bin mir sicher, dass wir zwar hoffentlich elektrisiert von einer unterhaltsamen und interessanten Veranstaltung, aber sonst wohlbehalten wieder nach Hause kommen. Herzlichen Dank für Ihre Gastfreundschaft. Bedanken möchte ich mich auch bei unseren langjährigen Partnern der Top 100 Veranstaltung. Ein herzliches Grüß Gott dem Sprecher der Vorarlberger Sparkassen, Vorstandsdirektor Werner Böhler und dem Landesdirektor der Wiener Städtischen Versicherung Burkhard Berchtl mit der Werbeleiterin Österreich, Frau Magister Sabine Weiß. Herzlich willkommen. In politisch so turbulenten Zeiten ist es nicht selbstverständlich, dass sich der Bundeskanzler auch heuer, übrigens bereits zum 4. Mal, die Zeit genommen hat, Ihnen allen für Ihre herausragenden Leistungen im vergangenen Jahr die Ehre zu erweisen. Herr Bundeskanzler, herzlich willkommen. Danke, dass Sie da sind und wir freuen uns schon auf die Worte, die Sie im Anschluss an die Unternehmer richten werden. Auch er war schon des Öfteren zu Gast bei der Top 100 Veranstaltung, heuer aber erstmals als Landeshauptmann von Vorarlberg. Herzlich willkommen, Markus Wallner. Ich freue mich auch, dass wir den liechtensteinischen Regierungschef begrüßen dürfen. Ein herzliches Grüß Gott an Herrn Klaus Tschütscher. Auch die Jury des VN-Wirtschaftspreises ist namhaft vertreten. Ich darf ganz herzlich die letztjährigen Gewinner, jetzt habe ich sie gesehen, Gerhard und Herbert Blum sowie Wirtschaftskammerpräsident Manfred Rhein hier im Montafon begrüßen. Einen schönen Abend. Und natürlich heiße ich Sie, geschätzte Vertreter der heimischen Wirtschaft, herzlich willkommen. Es freut uns, dass praktisch alle großen Betriebe Vorarlbergs unserem Aufruf zur Teilnahme gefolgt sind und damit wieder in den Top 100 vertreten sind. Mit dem jährlichen Journal, das Sie im Anschluss an die Ehrungen druckfrisch erhalten werden, wollen die Vorarlberger Nachrichten die imponierenden Leistungen der heimischen Betriebe und ihrer Mitarbeiterinnen, den VN-Leserinnen und Lesern transparent machen. Sie wissen, dass die Reihung kein Werturteil ist, denn alle heimischen Betriebe, egal welcher Größe, haben auch im vergangenen Jahr dazu beigetragen, dass aus anderen Wirtschaftsregionen oft neidvoll nach Vorarlberg geblickt wird. Die Vorarlberger Nachrichten sind stolz darauf, Plattform für so herausragende Betriebe wie die ihren sein zu dürfen. Damit wünsche ich Ihnen einen unterhaltsamen und spannenden Abend und ich darf das Wort an meine Kollegin Angelika Böhler übergeben, die Sie heute durch den Abend begleiten wird. Herzlichen Dank, VN-Chefredakteur Christian Ortner. Einen wunderschönen Abend wünsche ich Ihnen, meine Damen und Herren.
hier in dieser eindrucksvollen Kulisse im Rodundwerk 2 der VKW Illwerke in Montafon. Sie alle haben ja die Anreise ins Montafon nicht gescheut. Es ist nicht der nächste Weg, aber so wie die VN überall im ganzen Land vertreten ist, sind natürlich auch die erfolgreichen Unternehmer in allen Regionen präsent. Auch die hohe Politik hat es nicht gescheut, hierher zu kommen, aus Bregenz und aus Wien. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Ich freue mich, dass ich Sie durch diese Stunde jetzt begleiten darf und möchte Ihnen gleich die Partner der Veranstaltung der Top 100 Unternehmen in Vorarlberg vorstellen. Auch heuer sind wieder die Vorarlberger Sparkassen ein wichtiger Partner und ich bitte nun den Sprecher der Vorarlberger Sparkassen, Herrn Vorstandsdirektor Werner Böhler, der Chef der Dornbirner Sparkasse, um seine Begrüßungsworte. Bitte, Direktor Böhler. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, Herr Landeshauptmann, geschätzte Vertreter des Medienhauses, Frau Dr. Böhler, sehr geehrte Damen und Herren, seit mehreren Jahren habe ich die große Ehre, hier bei dieser Top-Veranstaltung an die erfolgreichsten Unternehmen die Glückwünsche der Sparkassen überbringen zu können. Und es waren gerade die letzten Jahre sehr unterschiedlich geprägt, teilweise auch von großen Wirrungen in der Wirtschaft. Eines jedoch ist immer gleich geblieben. Unser großer, tiefer Respekt vor den Menschen, die diese großartige Leistung in Vorarlberg erbringen. Und das Jahr für Jahr. Wenn man sich 2011 anschaut, dann könnte man meinen, man hat eigentlich ganz besonders schwierige Rahmenbedingungen. Wir haben von Staatsverschuldung gesprochen. Wir haben die Euro-Krisensitzungen mitbekommen. Wir haben über den Rettungsschirm gehört. Und wir haben mitbekommen, wie die EZB die Märkte mit unglaublichen Beträgen geflutet hat. Man könnte also meinen, die Rahmenbedingungen sind besonders schwierig. Und gerade in diesem Jahr 2011 gelingt es der Vorarlberger Wirtschaft, in einer sehr eindrucksvollen Weise eine besondere Leistung zu bringen. Ein Wirtschaftswachstum, das weit über den Prognosen liegt. Ein Rekord bei den Exporten, eine Arbeitsmarktsituation, wie wir sie schon jahrelang nicht mehr gekannt haben. Und daraus folgend auch einen Rückgang um 30% bei den Firmeninsolvenzen. Ich glaube, diese Leistung kann man nicht hoch genug anrechnen. Auch wir Vorarlberger Sparkassen benutzen natürlich das Jahr, um zurückzublicken und zu fragen, ob wir unserem Gründungsauftrag nachgekommen sind, ob wir quasi eine Existenzberechtigung haben. Das bedeutet für uns, dass wir uns die Schlüsselziele, die wir uns als Sparkasse gesetzt haben, kritisch hinterfragen. Diese Schlüsselziele lauten, wir wollen erfolgreich sein. Für uns war auch 2011 ein sehr gutes Jahr. Wir wollen Sicherheit für unsere Kunden bieten. Eine Eigenkapitalquote, eine Kernkapitalquote von 19% ist der beste Garant dafür. Wir wollen die Bedürfnisse der Wirtschaft befriedigen, indem wir die Kredite zur Verfügung stellen, die erforderlich sind, Investitionen zu tätigen. Im vergangenen Jahr waren es 580 Millionen Euro. Und wir wollen unserem Gründungsgedanken nachkommen, nämlich gemeinwohlorientiert zu agieren. Wir haben für die Gemeinwohlorientierung 1,4 Millionen im vergangenen Jahr zur Verfügung gestellt. So gesehen war es auch für die Vorarlberger Sparkassen ein sehr erfolgreiches Jahr. Und was wir besonders schätzen, ist, dass wir das Gefühl haben, dass es in Vorarlberg ein Miteinander gibt, dass es nicht eine reale Wirtschaft gibt und eine Finanzwirtschaft, sondern ein gemeinsames und dass sich die Vorarlberger Wirtschaft auf die regionalen Banken und auf die Sparkassen verlassen kann. In diesem Sinn darf ich Ihnen allen gratulieren, jenen, die heute noch auf die Bühne kommen. Ich will aber auch die anderen nicht vergessen, die ihren Beitrag dazu leisten, dass Vorarlberg bis weit über die Grenzen hinaus erfolgreich ist, dass man mit großem Respekt und Anerkennung von unserer Region spricht und wünsche allen viel Erfolg und alles Gute in 2012. Herzlichen Dank, Werner Böhler und den Vorarlberger Sparkassen.
Meine Damen und Herren, Gastgeber der Top 100 in diesem Jahr sind die Illwerke VKW. Und wahrscheinlich ging es Ihnen so wie mir, dass Sie einfach mal beeindruckt waren von diesem Raum hier, von dieser Ausstattung, was uns hier geboten wird. Beeindruckend ist natürlich auch die Geschichte dieses Werks. Christian Ortner hat es erwähnt, hier hat der Blitz eingeschlagen. Es wurde schon sehr viel saniert und was ich jetzt gehört habe, eignet sich das Werk mittlerweile schon sehr, sehr gut zum Feiern. Auch gestern wurde hier gefeiert. Dass hier auch gearbeitet wird, das erfahren wir jetzt gleich vom Illwerke VKW-Direktor Ludwig Sommer. Bitte schön. Sehr geehrter Herr Bundeskanzler, sehr geehrter Landeshauptmann, sehr geehrter Herr Regierungschef, geschätzte Familie Russ, sehr geehrte Damen und Herren, wir freuen uns sehr, dass wir Sie heute hier im Rotundwerk 2 der Illwerke begrüßen dürfen und dass die Vorarlberger Nachrichten unser Unternehmen als Schauplatz für die Verleihung des jährlichen Wirtschaftspreises ausgesucht haben. Wir sind natürlich stolz darauf, dass wir uns an diesem Abend der Vorarlberger Wirtschaft etwas näher präsentieren können. Wenn Sie sich die Maschinenhalle des Rotundwerkes ansehen, deutet nicht mehr viel darauf hin, dass das Kraftwerk erst am 30. Dezember letzten Jahres nach gut 900 Tagen wieder ans Netz gegangen ist. 33 Jahre lang war der Betrieb ohne nennenswerte Störungen verlaufen. Am 3. Juli 2009 kam es dann zu einer fatalen Kettenreaktion. Die Rekonstruktion der entscheidenden Augenblicke ergab, dass ein Blitzschlag in unmittelbarer Nähe des Kraftwerkes eine Schnellabschaltung bewirkt hat. Dabei löste sich ein 7 Tonnen schwerer Pol vom Rotor und zerstörte Generator und Turbine. Ein Konstruktionsfehler des Generators hat sich schließlich als direkter Auslöser herausgestellt. Wenn man so will, hatten wir das Pech, dass dieser Fehler erstmals bei einem unserer Kraftwerke in Erscheinung trat. Mit mangelnder Sorgfalt in der Betriebsführung oder bei der Wartung hatte das Unglück Gott sei Dank nichts zu tun. Noch am selben Tag begannen die Planungen für die Wiederherstellung des Kraftwerks. Vom ersten Augenblick an stand aber die Frage im Mittelpunkt, wie das Rotundwerk 2 nicht nur wiederhergestellt werden könnte, sondern wie es besser und leistungsfähiger werden kann. Dieser Geist zeichnet die Illwerke aus, nicht zu jammern, sondern die Ärmel sofort hochzukrempeln und die Situation, so schlimm sie auch im Augenblick sein mag, sofort als Chance zu sehen. Heute können wir mit Stolz sagen, dass wir das Ziel, ein in allen Belangen optimiertes Kraftwerk zu errichten, dank vieler engagierter Mitarbeiter und externer Partner erreicht haben und dass auch der ehrgeizige Zeitplan punktgenau eingehalten werden konnte. Wenn man die begleitenden Maßnahmen in Latschau oben mitrechnet, haben wir rund 100 Millionen Euro in das Rotundwerk 2 investiert. Im Jahr 2012 wird der Konzern insgesamt
164 Millionen Euro in den Ausbau und in die Instandhaltung der Netzinfrastruktur und der Kraftwerksanlagen investieren. Geld, das unseres Erachtens gut angelegt ist, denn diese Maßnahmen wirken sich direkt auf die Versorgungssicherheit im Land aus. Und dank eigener Erzeugung aus Wasserkraft sind wir auch in der Lage, attraktive Strompreise zu bieten. Beides sind wesentliche Faktoren für den Wirtschaftsstandort Vorarlberg. Das Rodundwerk 2 trägt als Pumpspeicherkraftwerk aber in besonderer Weise zur Wirtschaftskraft des Landes und zur Netzstabilisierung in Europa bei. Der starke Ausbau der Windkraft und Photovoltaik in Deutschland bringt große Herausforderungen für die Energiewirtschaft mit sich. Das Angebot von Wind und Sonne lässt sich nicht wirklich steuern und vor allem für die Netzbetreiber ist es wesentlich schwieriger geworden, das europäische Stromnetz in der notwendigen Frequenz zu halten. Die Kraftwerke und Speicherseen der Illwerke sind sozusagen die Feuerwehr im europäischen Stromnetz. Wird zu viel Energie eingespeist und es droht eine Überlastung, können unsere Pumpspeicherkraftwerke sehr rasch Energie aus dem Netz entnehmen und das Wasser in die Speicherseen hochpumpen. Ist bei Verbrauchsspitzen zu wenig Energie im Netz, können wir ebenso rasch reagieren und Strom produzieren. Nicht zuletzt ist der Ausbau erneuerbarer Energieträger wie der Wasserkraft ein wichtiger Beitrag zur Vorarlberger Energieautonomie, die bis 2050 erreicht werden soll. Mit dem Bau des Kopswerkes 2, dem weltweit modernsten Pumpspeicherwerk der Welt, mit der Wiederherstellung und Optimierung des Rodundwerkes 2 sowie den Planungen für das Obervormundwerk 2 kann unser Unternehmen seine Innovationskraft und seine führende Rolle im Kraftwerksbau unter Beweis stellen. Nun aber zurück zum heutigen Tag und zu diesem besonderen Schauplatz, an dem wir uns befinden. Auf den ersten Blick scheint das Gebäude nicht besonders spektakulär. Das täuscht jedoch. Um Ihnen einen Blick hinter die Kulissen zu ermöglichen und Ihnen auch besser zu vermitteln, welche Anstrengungen damit verbunden waren, das Rodundwerk 2 wiederherzustellen, haben wir einen kurzen Film produziert, den wir Ihnen gerne zeigen würden. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Abend und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Mit Neubauten kennen sich die Spezialisten der Illwerke aus. Doch ein zerstörtes Kraftwerk zu sanieren, das ist völliges Neuland in der Unternehmensgeschichte. Fast ein halbes Jahr lang dauern die Aufräumarbeiten. Die Kraftwerksingenieure werden dabei zu Archivaren in eigener Sache, um die Ursachen des Schadens genau rekonstruieren zu können. Besonders schwierig ist die Bergung des zerstörten Rotors mit einem Gesamtgewicht von 300 Tonnen. Auch die 135 Tonnen schwere Turbine ist stark in Mitleidenschaft gezogen worden und muss ausgebaut werden. Künftig soll eine stärkere Maschine eingesetzt werden, mit der die Leistung des Kraftwerks von 276 auf 295 Megawatt gesteigert wird. Nahezu ein Jahr nach der Zerstörung der Maschine ist es soweit. Der Wiederaufbau im Krafthausschacht kann in Angriff genommen werden. Zunächst werden die Fundamente für die neue Maschine betoniert. Parallel zum Rodundwerk 2 haben die Illwerke eine zweite Großbaustelle zu bewältigen. Die Sanierung des Staubeckens Latschau, die im Sinne eines wohldurchdachten Gesamtkonzepts vorgezogen wurde.
Die mit Asphaltbeton abgedichtete Fläche des Beckens misst 180.000 Quadratmeter, was rund 20 Fußballfeldern entspricht. Der mehrschichtige Belag wird abgefräst und komplett erneuert. Die größte Einzelmaßnahme im Staubecken Latschau dient dem Bau einer künftigen Druckstollenverbindung in das innere Montafon. Hier werden ein 40 Meter langer Stollen und ein zusätzliches Auslaufbauwerk hergestellt. Inzwischen ist es Juni 2011. In einem halben Jahr soll das Kraftwerk wieder in Betrieb gehen. Jetzt geht es an die Herzstücke der neuen Maschine. Nach und nach werden die Komponenten für den Generator und die Turbine geliefert, um sie in der im Zuge der Wiederherstellung erweiterten Montagehalle in Rodund zusammenbauen zu können. Zunächst wird der Stator, also der fixe Teil des Generators, aufgebaut. Über 185.000 Einzelbleche müssen vor Ort händisch eingelegt werden. Nun ist das Laufrad für die Pumpturbine parat zum Einbau zwischen dem 12. und dem 11. Tiefgeschoss. Die optimale Form wurde mit Strömungsrechnungen mit Hunderttausenden von Gleichungen bestimmt. Beim neuen Generator geht es an die Montage der Stäbe. Insgesamt 576 Kupferstäbe werden in den Nuten des Stators befestigt. Eine besondere Geduldsprobe ist das Bandagieren der Stäbe. Die Kranwaage zeigt fast 300 Tonnen an. Der Stator wird abgesenkt. Die Kapazitätsgrenze des Krans ist erreicht. Rund 40 Meter sind bis zum 10. Tiefgeschoss zu bewältigen. Millimeter um Millimeter tasten sich die Monteure vor. So vergehen insgesamt 12 Stunden. Nun wird der obere Deckel der Turbine in die Tiefe befördert. Nach der Wiederherstellung wird das Rodundwerk 2 das zweitgrößte Kraftwerk der Illwerke sein und einen wichtigen Beitrag zur Kernaufgabe des Stromkonzerns leisten. Das ist die Erzeugung von Spitzen- und Regelenergie. Da elektrische Energie nicht in großen Mengen gespeichert werden kann, kommt hier die Technik der Pumpspeicherung zum Einsatz. Mit dem Absenken der 9 Meter langen Generatorwelle startet der Einbau des Rotors. Das ist der bewegliche Teil des Generators. 4 der insgesamt 16 Pole mit je 9 Tonnen werden erst im Schacht montiert, sonst wäre der Rotor für den Kran zu schwer. Komplettiert wird der Maschinensatz durch den in den Werkstätten der Illwerke general überholten Kugelschieber. In Millimeterarbeit wird das 200 Tonnen schwere Maschinenteil, das den Druckschacht mit dem Maschinensatz verbindet, wieder an seinem Platz verankert. Schließlich werden die Servomotoren für den Leitschaufelapparat der Pumpturbine montiert. Es gilt, einen Wasserdurchfluss von 98 Kubikmeter in der Sekunde zu steuern. Das ist so viel wie 550 Badewannenfüllungen pro Sekunde. Einen Monat vor der geplanten Inbetriebnahme geht die Baustelle in die letzte, entscheidende Etappe. Das Projektteam versammelt sich zum ersten Andrehen der Turbine. Dieses Ritual ist mit einer Firstfeier bei Bauhandwerkern vergleichbar. Dabei trifft das erste Mal Wasser aus dem Druckschacht auf die Turbine und erstmals beginnt sich die Maschine mit einem Gesamtgewicht von 487 Tonnen auf einem nur 0,1 Millimeter dicken Ölfilm zu drehen. Am 30. Dezember 2011 ist es dann tatsächlich soweit. Das rund erneuerte Rodundwerk 2 geht nach 2,5 Jahren Stillstand wie geplant und erhofft wieder ans Netz. Insgesamt haben die Illwerke rund 100 Millionen Euro in die Wiederherstellung investiert. Der neue Maschinensatz soll 50 bis 60 Jahre halten. Damit wäre für 2 Generationen vorgesorgt. Also durchaus eine enkeltaugliche Perspektive im Sinne der Visionen der Energiezukunft vor Arlberg. Ja, ein Applaus für diese Ingenieurleistungen und diese Kraft nach vorne, diese Innovationskraft. Kompliment den Illwerke VKW und danke, dass wir hier sein dürfen und praktisch miterleben dürfen, wie heute diese Maschine möglicherweise anschließend noch in Betrieb gehen wird. Meine Damen und Herren, unser Bundeskanzler kommt offensichtlich gerne nach Vorarlberg, nicht nur nach Lech, nicht nur zu den Bregenzer Festspielen, sondern auch zum Wirtschaftspreis der Vorarlberger Nachrichten, zu den Top 100 Unternehmen in Vorarlberg.
Ich freue mich, dass Bundeskanzler Faymann bereits zum vierten Mal hier ist. Er ist ja so etwas wie unser Stammgastreferent geworden. Die Themen, um die es im Moment geht, die auch aus Sicht des Landes, aus Sicht der Unternehmer interessant sind, die muss ich Ihnen jetzt nicht sagen. Ich gehe davon aus, dass Herr Bundeskanzler die Chance nützen wird und vor dieser versammelten hochkarätigen Runde die spannenden Fragen und Antworten geben wird. Bitte, Herr Bundeskanzler. Sehr verehrte Familie Ruß, sehr verehrter Herr Landeshauptmann, lieber Kollege aus Liechtenstein, Herr Chefredakteur, meine sehr geehrten Damen und Herren, ich gehöre irgendwie schon zum Programm dazu. Und mir macht es deshalb Freude, zu Ihnen zu kommen, weil es auch eine herausragende Veranstaltung ist. Ich bin bei sehr vielen Veranstaltungen in ganz Österreich, in allen Gebieten, aber eine Veranstaltung, wo man so direkt die Leistungen, die Kreativität, die Kraft zu einem Kraftwerk, aber die Kraft passt zu vielen Unternehmen in Vorarlberg, die Kraft unserer Betriebe zeigt, das ist schon etwas ganz Besonderes. Und ich brauche Ihnen nicht erzählen, wir haben einander bei Veranstaltungen schon getroffen am Beginn, in der Mitte der Wirtschaftskrise. Da hat das auch gegolten, was heute schon gesagt wurde, Ärmel aufkrempeln und in die Hand nehmen, jene Fragen als Chance zu begreifen und jene Herausforderungen nicht zu scheuen, die wir in diesen schweren Stunden auch der Wirtschaftskrise der größten der Zweiten Republik am Anfang hatten. Da gibt es viel Unsicherheit. Und worauf besinnt man sich in so schwierigen Zeiten? Man besinnt sich auf die eigene Kraft in unserem Land. Und das ist sicher nicht die Kraft, wo wir einander pessimistisch und sorgenvoll erklären, warum alles nicht geht. Das ist sicher auch nicht die Kraft, wo die Politik gegeneinander und womöglich dann Politik gegen Wirtschaft und Wirtschaft gegeneinander arbeitet, sondern es ist die Kraft der Gemeinsamkeit, die Österreich seit 1945 stark gemacht hat und die auch in dieser Wirtschaftskrise wieder der richtige Punkt war, Konjunkturprogramme zu starten, sich darauf zu verlassen, dass die österreichischen Unternehmerinnen und Unternehmer in Vorarlberg, in ganz Österreich, nicht einfach die hochqualifizierten Leute kündigen, weil die Zeiten schlecht sind, sondern mit Teilzeitarbeit, mit Überbrückungen alles unternehmen, um dieses starke Kapital der eigenen Mitarbeiter zu halten. Vorarlberg ist in vielerlei Hinsicht ein Beispiel. Erstens, europaweit werden wir als Vorbild genannt, weil wir die geringste Jugendarbeitslosigkeit in der Europäischen Union haben. Und wir werden als Vorbild genannt, weil wir ein duales Ausbildungssystem haben, weil wir investieren in Ausbildungsgarantien, einfach in die gute Ausbildung junger Leute. Und das kann man bei jedem Preisträger, der hier auf die Bühne kommt, das kann man bei jedem der Betriebe, die Sie vertreten, die Ihnen gehören, Geschäftsführer, die verantwortlich sind für diese Betriebe, genau nachvollziehen. Sie sagen nicht, na, was bringt mir das, junge Leute auszubilden, der ist ja im Moment vielleicht im Betrieb selbst noch gar nicht so eine wichtige Kraft. Nein, die jungen Leute sind die Kraft der Zukunft und das wissen Sie sehr genau. Und ich höre auch immer aufmerksam zu, wenn Sie gefragt werden, wo liegen denn Ihre Stärken im Betrieb? Und dann spielt eine große Rolle dieses Know-how, diese Entwicklungskraft, die Sie auch zu einem der stärksten Exporteure macht. Auch die Exportwirtschaft Vorarlbergs ist führend in Österreich. Und deshalb komme ich gleich zu einem wichtigen Thema, das man direkt ansprechen muss, weil es ja keinen Sinn hat, sich dort davon zu schwindeln. Und die Bevölkerung fragt immer wieder, na, was ist da los in dieser Eurozone? Wieso unterstützt ihr da andere Länder? Braucht man das Geld vielleicht selber nimmer mehr? Und da kann man gar nicht genug darauf verweisen, dass diese Eurozone ihre Schattenseiten hat, aber auch ihre Stärken. Ich sage kurz was über die Schattenseiten. Die Schattenseiten sind natürlich, dass hier ein Zusammenschluss von Ländern gesagt hat, wir wollen eine gemeinsame Währung, obwohl diese Länder und ihre Wirtschaftsstruktur unterschiedlicher nicht sein könnten. Zwischen dem, was man in Griechenland unter einem Finanzamt versteht,
und dem, was man in Süditalien versteht unter einer geregelten Wirtschaft und einer Chance aller und einer liberalen Marktwirtschaft und dem, was man selbst in Norditalien, also oft im eigenen Land, an kulturellen Unterschieden hat, könnte größer in Europa nicht sein. Dieser Zusammenschluss hat am Anfang der Eurozone bewirkt, dass alle ihre Vorteile genutzt haben. Niedrige Zinsen für Staatsschulden sind für Politiker immer eine gute Nachricht, weil einfach mehr Geld für irgendwas anderes bleibt. Nun haben aber durch die gemeinsamen Spielregeln, die man sich zwar gegeben hat am Anfang der Eurozone, aber halt nicht eingehalten hat, hat sich das, was es an Unterschieden gibt, nicht zueinander entwickelt, wie in einem Konzern, der auch immer wieder Infrastruktur, strukturelle Unterschiede im Betrieb ausgleicht, aufarbeitet, Schwachstellen beseitigt. Das kann sich ja niemand zurücklegen in die Hängematte und sagen, soll alles so bleiben, wie es ist. Man hat diese Zeit viel zu wenig genutzt, um Strukturmaßnahmen zu ergreifen und die Wirtschaft zueinander zu führen, die Regelwerke zueinander zu führen und sich auch bei der Schuldenentwicklung an die selbstgegebenen Regeln beim Neudefizit und bei der Entwicklung der Schulden zu halten. Darum war es wichtig, dass die Eurozone beschlossen hat, im Fiskalpakt, in vielen Beschlüssen auch Sanktionen daran zu setzen. Das ernst zu nehmen, was man am Anfang als Kavaliersdelikt bezeichnet hat, sich an gemeinsame Regeln nicht zu halten. Das ist deshalb so wichtig, weil es das Fundament darstellt einer gemeinsamen Eurozone. Und erst dann kann das, was wir jetzt mit Schutzschirmen so mühsam und oft ein bisschen zu spät und im letzten Moment zustande gebracht haben in den letzten Monaten, wieder auf ordentliche Beine gestellt werden und wir haften für Staatsanleihen gemeinsam. Aber niemand kann für Staatsanleihen gemeinsam haften, wenn nicht vorher ein Boden im Fass eingezogen ist und die Regeln, die man sich gibt, auch eingehalten werden. Daher sehe ich Schuldenbremsen, Disziplin in der Ausgabenpolitik, Finanzpolitik und gemeinsame Regelwerke so etwas als die Basis an für ein Haus, das man baut, um dann wieder das Vertrauen in die Staatsanleihen zurückzuholen. Sie müssen sich vorstellen, die Eurozone hat Staatsanleihen, Gesamtschulden in der Größenordnung eines unvorstellbaren Betrages von 8 Billionen Euro. Also da geht es schon darum, wenn man diese Staatsanleihe wieder europaweit und überall so installieren möchte, dass Anleger Vertrauen haben und dass nicht nur Spekulanten einmal dafür und einmal dagegen investieren und einmal dafür und dagegen spekulieren, sondern dass sie auch wieder Vertrauen in der Bevölkerung hat, bei den institutionellen Anlegern hat, dann sind diese Regelwerke ein Grundstein für die Zukunft. Und erst wenn man das hat, und daran arbeiten wir auf Hochdruck, und ich halte das auch für den wesentlichen Punkt, kann man wieder gemeinsam investieren, kann gegen Arbeitslosigkeit vorgehen. Denn die Tatsache, dass nach dieser Krise um 1,5 Millionen Menschen, junge Menschen in Europa mehr arbeitslos sind als vorher, ist natürlich eine bedrückende Zahl, wenn man weiß, dass es da Regionen gibt, wo mehr als die Hälfte keine Arbeit hat. Auch hier kann man sagen, ist Österreich ein Beispiel. Wir haben auch unsere Aufgabe mit einem Sparpaket zu bewältigen gehabt. Und Sie kennen das. Zuerst ist jeder fürs Sparen, dann schaut er nach, ob es ihn vielleicht irgendwo trifft. Dann sagt er, na gut, er hätte jetzt beim anderen mehr sparen können. Aber das alles einberechnend, muss man sagen, ist auch das im Geiste der Gemeinsamkeit in Österreich entschieden worden. Auch wir machen uns fit für Schuldenbremsen, für Budgetentwicklungen und haben noch eine Reihe an Strukturreformen vor uns. Den Bürokratie abzubauen, schneller zu werden, Bildung zu stärken, Ausbildung zu stärken, das ist nicht mit einem Beschluss erledigt. Das ist ein harter, aber richtiger Weg. Und auch hier haben Sie in Ihren Betrieben vieles an Leistungen erbracht in dieser schwierigen Zeit. Und deshalb muss ich Ihnen ja nicht erklären, wie wichtig der Export ist. Aber Sie können uns helfen, Wirtschaft, Regierung gemeinsam, der Bevölkerung zu sagen, wir müssen in dieser Eurozone auch einen Teil dafür investieren, dass es in den anderen Ländern gut vorangeht.
Wir dürfen denen nicht schenken, so nach dem Prinzip, na macht so weiter. Aber wenn die ihre Programme haben und einhalten, dann müssen wir sie dabei auch unterstützen. Es ist letztlich Geld, das wir im Export in Europa auch selber verdienen. Es ist letztlich Geld, das wir durch niedrige Zinsen, etwa derzeit für unsere Staatsanleihen 3% Zinsen. Die alten Staatsanleihen, die heute noch gültig sind, dafür zahlen wir 4 und 5%. Wir haben also Zinsvorteile. Wir haben Vorteile für die Beschäftigung. Wir haben Vorteile im Export. Und das muss man genauso sagen, wie über die vielen, vielen Nachteile, über die ohnehin in der Europäischen Union noch viel auszubessern und voranzutreiben sein wird. Da brauche ich Sie dafür, weil ich weiß, dass Ihnen zu sagen, es ist für ein Unternehmen wichtig, dass es sich auch im Export behaupten kann. Und es ist eines Tages für Europa wichtig, dass es sich am internationalen Markt behaupten kann. Und wir nicht nur innerhalb Europas die größten Handelsbeziehungen haben und kaum außerhalb. Wir müssen auch hier auf den internationalen Märkten als gemeinsamer Markt auftreten. Sie wissen das, weil Sie mit Ihren Unternehmen die Beispiele setzen. Und lassen Sie mich, weil ja doch ich an die Redezeit halte, weil ich ja gerne habe, wenn Sie mich wieder einladen, und daher halte ich mich auch an diese vorgegebene Regel, nur zum Schluss kommen und einen einzigen Punkt noch ansprechen, der in den Illwerken angesprochen werden muss. Das ist die Wasserkraft. Das sind erneuerbare Energien. Zum nachhaltigen Wirtschaften gehört, dass man nicht auf Spekulation setzt, sondern auf Realwirtschaft. Es gehört dazu, dass man Regeln hat, die man einhält. Es gehört dazu, dass man in Ausbildung und Forschung investiert, weil das ist nachhaltig. Das ist auch für die Kinder und für die Enkelkinder gut und nicht nur für die nächste Bilanz oder die nächste Wahl. Und für die nachhaltige Umweltpolitik haben wir in Europa ein schönes Stück Überzeugungsarbeit zu leisten. Die Kohle zurückzudrängen ist eine richtige Entscheidung. Sich von Erdöl stärker unabhängig zu machen, ist eine schwierige, harte, langwierige, auch richtige Entscheidung. Aber die Alternative sind nicht Kernkraftwerke, wie es in der Europäischen Union nahezu die Mehrheit der Länder als die zukunftsweisende Energieproduktion ansieht. Erst in diesen Stunden ist wieder bekannt geworden, dass sich auch unser tschechischer Nachbar wieder beschäftigt mit einem neuen Atomkraftwerk. Es gibt im französischen Wahlkampf zwar derzeit heftige Kontroversen zwischen den beiden Spitzenkandidaten, aber beide überbieten sich für die Atomenergie. Also wir haben schon ein schönes Stück Arbeit zu belegen und zu beweisen, dass unser Weg der Wasserkraft, der erneuerbaren Energien, der Umgang mit der Umwelt und der Natur ist, der ebenfalls als nachhaltig zu bezeichnen ist, weil er an unsere Kinder und Enkelkinder denkt. Wenn die Endlagerung, wenn das, was mit Nuklearanlagen im Zusammenhang steht, nach Fukushima in einem Hochtechnologieland ungeklärt und ungewiss ist, dann kann man diese Belastungen für die Sicherheit, für das Menschenleben, für die Nahrungskette nicht einfach wegblenden, sondern dann müssen wir auch hier unsere Stimme erheben und zu sagen, so wie die Illwerke das mit Wasserkraft vorantreiben, so wie wir in Europa auf erneuerbare Energie und Energieeffizienz einfach mit weniger Energie auskommen setzen, so wie dieser Industriezweig auch ein zukunftsweisender Industriezweig im Sinne der Beschäftigung wird, so wichtig ist er für die nächste Generation und für die Nachhaltigkeit. Und Nachhaltigkeit ist deshalb so ein wichtiges Wort, weil Preisträgern alles Gute zu wünschen, und das möchte ich hiermit vorweg auch tun, heißt auch Ihnen dafür zu danken, dass Sie eben nicht eine Politik gemacht haben, wo Sie schnell hinauf und dann schnell wieder am Boden zerstört waren und jemand gebraucht haben, der Sie rettet, sondern dass Sie mitgeholfen haben, dass ein Land stolz sein kann, stolz auf das, was geschaffen wird, weil es etwas schafft für die Zukunft unseres Landes, für die Zukunft Österreichs. Dazu möchte ich Ihnen auf das Herzlichste gratulieren. Alles Gute. Herzlichen Dank, Herr Bundeskanzler Werner Faymann, auch natürlich für die Vorarlberger Zeitdisziplin bei Ihrer Rede. Dankeschön.
Ja, meine Damen und Herren, jetzt möchte ich Ihnen jenen Mann vorstellen, der sonst lieber im Hintergrund bleibt, der sehr viel gearbeitet hat in den letzten Wochen, der immer viel arbeitet, jetzt natürlich besonders viel. Gemeinsam mit der ganzen VN-Wirtschaftsredaktion wurden alle aktuellen Daten und Zahlen erhoben, damit wir heute die Zusammenstellung der 100 Top-Unternehmen Vorarlbergs in die Hände bekommen. Ich bitte jetzt Professor Ernest Enzelsberger zu mir herauf. Ja, der Professor Enzelsberger, Sie kennen ihn alle, beschäftigt sich seit vielen Jahren schon intensiv mit der Vorarlberger Wirtschaft, kennt die Unternehmer auch aus persönlichen Gesprächen. Und ich möchte ihn jetzt gleich am Anfang fragen, wie ist denn im Moment die Befindlichkeit der Vorarlberger Unternehmen? Wie geht es unserer Wirtschaft? Darf ich zuerst, bevor ich Ihre Frage beantworte, mich sehr herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie uns bzw. mir wieder Ihre unternehmerischen Kennzahlen zur Verfügung gestellt haben und so zum Gelingen der Top 100 beigetragen haben. Die Kontakte der letzten Zeit haben mir gezeigt, dass die Grundstimmung generell positiv ist, aber realistischerweise nicht euphorisch. Ja, wenn man sich das laufende Jahr anschaut, dann ist es sehr durchwachsen. Vor allem die Rahmenbedingungen und das, was von außen kommt, der Herr Bundeskanzler hat es angesprochen, das ganze Thema Eurozone, lässt schwierige Prognosen zu. Die Prognosen sind schwierig. Ich würde sagen, es herrscht ein realistischerweise vorsichtiger Optimismus, aber keine Euphorie. Wie können Sie das nach Branchen unterschiedlich beschreiben? Das kann man eigentlich nicht. Es gibt in jeder Branche positive und leider auch negative Beispiele. Heute geht es ja vor allem um die Vorarlberger Unternehmen in ihrer Rolle als Arbeitgeber. Wenn man sich den Arbeitsmarkt bei uns anschaut, dann scheint doch der Eindruck zu entstehen, dass man immer mehr Fachkräfte sucht und dass das Problem auch immer größer werden wird. Dieser Eindruck ist richtig. Deshalb haben die Vorarlberger Unternehmen auch verschiedene Strategien entwickelt, dieser Entwicklung entgegenzuwirken. Zum Beispiel werden erfreulicherweise mehr Lehrlinge ausgebildet. Auf der anderen Seite haben natürlich auch die Rekrutierungsbestrebungen im In- und im Ausland zugenommen. Und hier hat Vorarlberg gute Karten. Die Unternehmen sind top, haben eine hervorragende Unternehmenskultur und dazu kommt, dass Vorarlberg eine sehr hohe Lebensqualität hat, die es vielen erleichtert, sich dazu zu entschließen, zu uns zu kommen. Herzlichen Dank, Herr Professor Enzelsberger, für Ihre Ausführungen und weiterhin viel Erfolg. Dankeschön. Meine Damen und Herren, die Stichworte für die Top-Unternehmen sind bereits gefallen. Professor Enzelsberger hat sie erwähnt. Ich möchte Ihnen jetzt die Top 3 der Vorarlberger Wirtschaft vorstellen. Und ich sage gleich dazu, bei den Unternehmen mit der größten Mitarbeiterzahl des Landes gibt es auch heuer wieder, wenig überraschend, keine Überraschungen. Ich bitte jetzt, um mich zu unterstützen, den Herrn Bundeskanzler, den Herrn Landeshauptmann und Chefredakteur Christian Ortner auf die Bühne. Ja, meine Damen und Herren, von den top-platzierten Unternehmen beginnen wir mit dem drittplatzierten. Es ist die Firma Liebherr aus Nenzing, vertreten durch Geschäftsführer Gerhard Freiner. Liebherr beschäftigt in Vorarlberg 1.652 Mitarbeiter, an anderen Standorten in der Welt 585 Mitarbeiter. Ich gratuliere recht herzlich zum dritten Platz bei den Top 100 der Vorarlberger Nachrichten der Firma Liebherr und bitte jetzt den Herrn Geschäftsführer Gerhard Freiner auf die Bühne. Herzlichen Glückwunsch, vielen Gratulation. Dank, herzlichen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Gratulation.
Der Herr Freiner ist noch nicht so lange im Amt, er kennt unsere Rituale noch nicht. Herr Freiner, bitte kommen Sie zu mir. Ja, das war schon richtig. Wenn Sie sich bitte hier herstellen. Sie sind erst seit einem Jahr, denke ich, Geschäftsführer bei Liebherr. Und Sie wissen noch nicht, dass wir beide jetzt ein paar Worte miteinander wechseln. Herr Freiner, wie geht's denn Liebherr im Moment? Also Liebherr geht's sehr gut. Wir haben ein sehr erfolgreiches Jahr 2011 hinter uns mit einer Umsatzsteigerung von 6%. Und wir erwarten fürs Jahr 2012 wiederum ein sehr starkes Jahr und rechnen mit einem Umsatzwachstum von über 10%. Wobei sich Ihre Bereiche ja doch auch unterschiedlich entwickeln. Ich denke, dass der Hafen, der Schiffskrambereich etwas weiter vorne ist als die anderen Bereiche. Wir haben mit unserer Produktdiversifikation den Vorteil, dass wir Schwächen im einen oder anderen Markt gut ausgleichen können. Wir fürs Jahr 2012 rechnen wir allerdings damit, dass all unsere Bereiche entsprechend gut aufgestellt wachsen werden, so auch für unser Port Equipment, das Hafen Equipment, auch im Schiffskranmarkt, obwohl der Schiffskranbau weltweit in einer Krise steckt. Sehr stark ist auch die Offshore-Industrie und wir können sehr, sehr gute positive Anzeichen aus dem Tiefbau und Spezialtiefbau verzeichnen. Ein Wort noch zum Thema Mitarbeiter. Wie sieht es bei Ihnen aus? Finden Sie genügend Mitarbeiter hier im Walgau? Es ist auf der einen Seite schwierig, gute Fachkräfte zu finden. Auf der anderen Seite haben wir doch eine starke Attraktivität. Wir beschäftigen 1650 Mitarbeiter am Standort Nenzing. Wir haben weitere 580 Mitarbeiter in Sales, also Verkaufs- und Servicestationen auf der ganzen Welt. Viele davon sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Vorarlberg, aus Österreich, Leute, die bei uns in Nenzing begonnen haben und sich entschieden haben, einen internationalen Weg einzuschlagen. Also worauf ich hinaus will, wir sind international unterwegs, wir sind international aufgestellt und das hat doch eine sehr starke Attraktivität für viele Mitarbeiter. Ich bin am Standort Nenzing ein Jahr Geschäftsführer, bin schon 10 Jahre bei Liebherr Geschäftsführer, war selber auch in England, Hongkong und Irland unterwegs und kann nur jeden einladen, auch ähnliche Abenteuer in Kauf zu nehmen. Herzlichen Dank, Herr Freiner. Es klingt nach einer spannenden internationalen Karriere, typisch Liebherr. Danke, weiterhin viel Erfolg. Die Nummer 2 bei den top-platzierten Unternehmen liegt nur um 7 Mitarbeiter vorne. Die Zumtobel-Gruppe beschäftigt in Vorarlberg aktuell 1659 Mitarbeiter, an anderen Standorten in der Welt noch einmal 6155 Mitarbeiter. Und ich freue mich, dass Harald Sommerer, der neue CEO der Zumtobel-Gruppe, heute erstmals bei den Top 100 dabei ist und er wird jetzt gleich auch zu uns heraus auf die Bühne kommen. Bitte, Herr Dr. Harald Sommerer. Herzlichen Glückwunsch. Herr Sommerer, darf ich mit Ihnen auch noch sprechen? Ich möchte selber das Mikrofon halten. Herr Sommerer, Sie sind noch gar nicht so lange CEO von Zumtobel, seit 2 Jahren ungefähr. Haben Sie damit gerechnet, dass Sie so schnell so turbulente Zeiten erleben mussten, wie Sie es in den letzten Monaten hinter sich gebracht haben? Ich glaube, unsere Branche ist im Umbruch und das schon seit geraumer Zeit. Insofern ist es nicht ganz überraschend, dass immer wieder für Unterhaltung gesorgt ist. Aber das Erfreuliche ist, dass wir durch eine gute Position und auch entsprechende Investitionen wachsen und auch weiter wachsen werden und Marktanteile gewinnen. Das ist immer das Wichtigste.
Jetzt haben Sie mir eine etwas zu schnelle Antwort gegeben, Herr Dr. Sommerer. Wir wollen ein bisschen schon in die Tiefe gehen, nicht allzu sehr. Zumtobel und speziell Tridonic sind sehr erfolgsverwöhnte Unternehmen auch. Und da wird sich jetzt doch auch einiges ändern. Welche neuen Weichenstellungen planen Sie? Gut, wir haben, wie das in unserem Geschäft so üblich ist, Licht und Schatten. Und im Leuchtengeschäft sehen wir sehr gutes Wachstum. Da sind wir in den letzten Monaten besonders stark gewachsen, deutlich stärker als der Markt gewachsen, konnten davon profitieren, dass es Trends gibt wie Energieeffizienzthemen. Da sind wir in natürlicher Konkurrenz zum Gastgeber. Wir versuchen, dass möglichst wenig Strom gebraucht wird. Aber wir sind da in sehr guten Einvernehmen und haben sogar gemeinsame Projekte. Aber hier sehen wir ganz klar, dass immer mehr Kunden erkennen, dass es nicht nur um die Lichtqualität geht, sondern auch um das Thema Kosten und Strom. Und wenn man weiß, dass weltweit 19% des produzierten Stroms durch Licht verbraucht wird und wir mit den neuen Technologien und mit Steuerungen in Verbindung Einsparungen haben von bis zu 65% in den Projekten, dann weiß man, dass wir da einen wesentlichen Beitrag leisten können und das ist ein Wachstumstreiber. Gleichzeitig ist aber genau dieser Wandel auch die Herausforderung, weil Technologien, die wir bisher beherrscht haben, die wir bisher gut verkauft haben, die gehen zurück und werden durch die neuen Technologien ersetzt. Und genau dieser Wandel macht uns momentan auch im Komponentengeschäft durchaus zu schaffen. Und hier müssen wir auch betrieblich einiges ändern, müssen neue Geschäftsprozesse einführen, brauchen neue Fähigkeiten, die wir aufbauen müssen und müssen natürlich das Produktportfolio auch anpassen. Und das haltet uns momentan gut beschäftigt. Nachdem es heute um die Mitarbeiter geht, möchte ich gern von Ihnen wissen, Herr Sommerer, welche neuen Fähigkeiten werden denn Mitarbeiter in Zukunft brauchen, um ihre großen Ziele, die sie für Zumtobel haben, auch erreichen zu können? Das ist natürlich sehr abhängig von der jeweiligen Aufgabe. Aber was wir feststellen, ist, dass neben der Lichtkompetenz, die wir natürlich immer brauchen werden, zunehmend auch die Elektronikkompetenz bis hin zur Halbleiterkompetenz gefragt wird und das sind schon viele neue Themen. Und die menschlichen Fähigkeiten? An welche Menschen denken Sie da? Die menschlichen Fähigkeiten bleiben grundsätzlich genauso wie die Werte, die wir haben, dieselben. Das, was sich ändert, ist, wie man diese Fähigkeiten anwendet. Und was sich sicherlich momentan stark verändert, ist die Geschwindigkeit. Das Geschäft oder unser Geschäft war über lange Zeit ein Geschäft, das sich kontinuierlich, nicht in Schüben, und relativ langsam entwickelt hat. Das heißt, das Unternehmen konnte sich immer wieder an die neuen Situationen und Technologien gewöhnen und konnte da die Erfahrungskurve gut ausfahren. Das neue Geschäft ist viel schneller. Die Entwicklungen gehen schneller. Es kommen neue Spieler in den Markt, die zum Beispiel aus der Consumer Electronic kommen, wo die Produktlebenszyklen deutlich kürzer sind. Und dieser Geschwindigkeit müssen wir uns zunehmend anpassen und gleichzeitig die Kunden nicht jeden Tag mit was Neuem verwirren, sondern ihnen auch nachhaltige Lösungen anbieten. Herzlichen Dank, Herr Dr. Sommerer, und viel Erfolg für Zumtobel. Dankeschön. Danke sehr. Meine Damen und Herren, die Nummer 1 im Lande beschäftigt 4.149 Mitarbeiter in Vorarlberg, davon 251 Lehrlinge. An anderen Standorten sind es 1.247 Mitarbeiter. Und es gibt auch in diesem Jahr keine Überraschung. Blum hält den ersten Platz der Unternehmen seit dem ersten Tag der Top 100 vor 10 Jahren. Und ich bitte jetzt den Gerhard Blum zu mir auf die Bühne, gemeinsam mit dem Heimo Lubetz. Meine Herren, ich muss dazwischen funken. Es sind alle neugierig und möchten alle so gern wissen, was da gesprochen wird. Ich nehme an, es sind keine Geheimnisse. Und wenn ja, dann hören wir die jetzt alle.
Da haben wir noch ein Mikrofon. Herr Blum, die Frage muss gestellt werden, seit Jahren. Was macht Blum anders, dass Blum so erfolgreich ist? Ja, das weiß ich nicht, wie andere arbeiten. Wir gehen halt unseren Weg. Es gibt eine Ausrichtung, die versuchen wir einzuhalten und entlang dieser Linien arbeiten wir. Anders können wir nicht. Ja, dieses Anders, das interessiert uns natürlich sehr. Blum hat im letzten Jahr einen Umsatzplus von immerhin 12% gemacht, was so kurz nach der Krisenzeit sehr, sehr beachtlich ist. Wie ist es Ihnen gelungen, so schnell wieder das Ruder herumzureißen und in so ein Wachstum hineinzukommen? Ja, das ist eigentlich ganz einfach. Man muss zwei Grundsätzen folgen. Einmal geht es um Innovation, die ist heute absolut notwendig. Und das zweite ist die internationale Präsenz in den Märkten. Damit können wir auch Schwankungen in einzelnen Märkten relativ gut auffangen. Und Sie haben immer eine gute Kommunikation. Der Heimo Lubes, der steht ja jetzt nicht umsonst da. Herr Blum, warum steht der Heimo Lubes heute hier bei uns? Ja, der Heimo Lubes, ich glaube, er steht stellvertretend für alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Er ist jetzt 40 Jahre dabei, als Pressesprecher praktisch die ganze Zeit. Und hat heute seine letzte Top 100 Veranstaltung, geht im Sommer in Pension. Und ich glaube, es steht ihm einfach zu, dass er diesen Preis übernimmt, stellvertretend, weil alleine können wir sowieso nichts machen, es hängt sowieso alles von den Leuten ab. Dann lassen wir doch den Mitarbeiter stellvertretend für die anderen. Darf ich trotzdem, ich muss die Gelegenheit nutzen, weil so große Politik bekommt man nicht so schnell wieder zum Zuhören. Ich möchte, Herr Bundeskanzler, zwei, drei Sachen aus Ihrer Rede aufgreifen und hätte einige Bitten. Das erste ist die Bitte für Europa als Gesamtes, als Solidarunion. Wir plädieren sehr stark dafür. Ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir Europa stark machen, weil wir sonst in der Welt kein Standing haben. Und unser Gedächtnis ist relativ kurz. Unser Unternehmen gäbe es nicht ohne Marshallplan. Das vergessen wir. Und ich glaube, Österreich wäre es auch nicht so gut gegangen. Zweites Thema Bildung, vor allem Lehrlingsausbildung. Eine Bitte. Ich glaube, wir wissen, wir haben in Vorarlberg ein sehr gutes Modell. Alle Unternehmen arbeiten gut zusammen. Die Bitte da, nicht so sehr in überbetriebliche Ausbildung investieren, sondern geben Sie das Geld den Betrieben. Dort erfahren die Lehrlinge die beste Ausbildung. Und das Dritte, also ich hoffe, Sie nehmen mir das nicht übel, aber das Dritte, Sie haben richtigerweise davon gesprochen, dass wir sehr, sehr exportorientiert sind. Bitte sorgen Sie dafür, dass wir eine Infrastruktur bekommen, dass wir auch weiterhin exportieren können. Wir haben einen schlechten Güterbahnhof, der einfach übervoll ist. Wir Straßenbauprojekte. Es ist furchtbar, wir müssen durch Wohngebiete fahren, um unsere Güter zu transportieren. Bitte nehmen Sie das mit nach Wien. Ich habe es dem Minister Mitterlehner vor zwei, drei Wochen gesagt. Bitte nehmen Sie uns dort ernst, weil nur dann, wenn die Rahmenbedingungen stimmen, können wir auch entsprechend gut weiterarbeiten. Dankeschön. Entschuldigung, Angelika, ich musste das jetzt einfach mal anbringen. Ich glaube, ich spreche für alle Unternehmer in diesem Raum. Besser hätte man es nicht planen und inszenieren können. Herzlichen Dank, Gerhard Blum. Gute Worte für Vorarlberg und die Vorarlberger Wirtschaft. Ich möchte jetzt aber dennoch zum Schluss noch einen Mitarbeiter zu Wort kommen lassen, weil eigentlich, wir reden immer über die Mitarbeiter und es stehen nur die Chefs da. Gute Idee, dass der Heimo Lubes auf der Bühne ist. Bitte, Heimo. Die Frage an den Mitarbeiter aus seiner Sicht, was macht denn ein gutes Unternehmen aus? Ich glaube, das Wesentliche, das ich in den 40 Jahren erfahren durfte, ist, dass beginnend mit dem Firmengründer, dann später mit dem Direktor Bertel Widmer und auch mit meinem jetzigen Chef Gerhard Blum und mit allen Mitgliedern der Geschäftsleitung es uns als Mitarbeiter möglich gemacht wurde, dass wir Verantwortung übernehmen. Und Verantwortung übernehmen heißt, dass wir auch Erfahrungen machen, dass wir auch einmal Fehler machen dürfen. Aber in Summe, glaube ich, ist das Geheimnis, das den Erfolg des Unternehmens ausmacht.
Herzlichen Dank, Heimo Lumetz. Weiterhin viel Erfolg, eine schöne Pension, aber so ruhig wird es schon nicht werden, wie man den Heimo kennt. Ja, das werde ich sicher nicht tun. Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank. Dankeschön. Der Herr Bundeskanzler will noch eine Replik auf den Herrn Blum geben, oder Sie nehmen es einfach so mit und erfüllen alle Wünsche, und zwar wieder mit großer Zeitdisziplin. Ja, Dankeschön. Meine Damen und Herren, herzlichen Dank. Das waren die Top-Arbeitgeber, die mit der größten Mitarbeiterzahl in Vorarlberg. Einen anderen Mann, der top ist, den möchte ich jetzt gleich bei mir auf der Bühne behalten. Markus Wallner, unser neuer Landeshauptmann, hat es auch an die Spitze geschafft. Er ist ein Stammgast bei den Top 100. Das erste Mal heute in seiner Funktion als Landeshauptmann am Pult. Und ich bitte jetzt Markus Wallner, der sehr viel und sehr engen auch Kontakt auch mit der Wirtschaft hat, um seine Begrüßungsworte. Herr Bundeskanzler, Herr Regierungschef aus Liechtenstein, geschätzter Herausgeber mit Gattin, Herr Direktor Summer, Herr Chefredakteur, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte die Gelegenheit wahrnehmen, ein paar Dinge anzusprechen und eigentlich beim Gesagten im Wesentlichen auch anschließen. Man muss ja nicht alles wiederholen. Aber aus Vorarlberger Sicht das eine oder andere herauszustreichen, ist heute eine Gelegenheit, und die muss man auch wahrnehmen, gerade wenn der Bundeskanzler auch unter uns ist. Zu Beginn aber eine herzliche Gratulation den Top-3-Unternehmen, für uns nicht so unbekannt im Land logischerweise, aber natürlich auch allen Top-100-Unternehmen und allen, die dahinterstehen. Dieser Dank gilt einmal in erster Linie den Unternehmern, übrigens vielfach in Familienhand, die etwas erbringen, was vermutlich der eigentliche Kern ist, nämlich sie sind in der Lage, seit vielen Jahren und Jahrzehnten unternehmerisches Risiko einzugehen. Und das ist ein bisschen auch wie in der Politik, man muss auch ein Risiko eingehen, man muss auch den Mut aufbringen, das eine oder andere anzupacken. Da kann man von guten Unternehmern, wie wir sie haben, im Lande eigentlich nur lernen. Und das Zweite, der Dank gilt nicht nur diesem unternehmerischen Mut und dem Risiko, das eingegangen wird, es gilt auch den dahinterstehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die vielfach in der Lage sind, etwas mehr zu tun, oft sogar deutlich mehr zu tun, an Leistung zu erbringen, als vielleicht auch notwendig wäre. Ein guter Fleiß steht auch dahinter, eine hohe Arbeitsmoral und eine hohe Motivation. Wenn wir auf die Top 100 insgesamt schauen, und da bin ich auch dankbar dafür dem Medienhaus, dass das nach außen hin transportiert wird. Wirtschaft ist immer auch Stimmung. Und deswegen ist es entscheidend, gerade jetzt auch, in einer nicht ganz einfachen Phase für die Unternehmen, auch eine gute Stimmung wahrzunehmen. Da muss man auch sehen, diese Top 100 Unternehmen sind ein sehr eindrucksvoller Beweis einer hohen Leistungsbereitschaft im Lande. Sie sind aber auch Beweis, und das wurde gerade vorher angesprochen vom Kollegen Lubetz, auch Beweis dafür, dass in die Ausbildung massiv investiert wird. Sie sind auch Top-Unternehmen in der Ausbildung. Es sind führende Ausbildungsbetriebe aus der heimischen Wirtschaft und Industrie dabei. Und da sind wir schon bei einem Kernanliegen natürlich, das für die Regionalpolitik, aber auch für die Bundespolitik entscheidend ist. Wir müssen die Kraft bewahren, in die Ausbildung zu investieren, in die Kinder und in die Jugendlichen und vor allem in deren Jobchancen und in deren Ausbildungschancen. Und da gibt es immer noch einiges zu tun natürlich. Wenn wir einen Blick auf die Vorarlberger Entwicklung werfen, ein Streiflicht darauf, ein Blick auf die Wirtschaftslage, dann können wir sagen heute, ich denke auch recht zuversichtlich sein, die Wachstumschancen, die es im Lande gibt, die werden sehr offensiv wahrgenommen. Gerade im Export, das ist immer wieder bewundernswert, wenn man mit Unternehmern zu tun hat, wie klug vorgegangen wird und wie die Wachstumschancen auch außerhalb des Landes natürlich im Export weltweit global wahrgenommen werden. Erstaunlich, auch mit welcher Kraft an Innovation. Für uns ist das ganz entscheidend. Wir müssen die Produkte hinausbringen natürlich. Wir verdienen jeden zweiten Euro außerhalb des Landes Vorarlberg. Also ein großer Teil unserer eigenen Lebensqualität, unseres Wohlstandes im Lande wird außerhalb erwirtschaftet. Das heißt, die Wachstumschancen der heimischen Industrie im Besonderen auf den Weltmärkten und auf den europäischen Märkten vor der Haustüre und darüber hinaus, die sind ganz entscheidend. Und da bin ich bei einem Punkt, der wichtig ist. Es ist entscheidend, darauf zu achten. Ich meine,
auf jeder politischen Ebene eigentlich, von der Gemeinde bis nach Brüssel, dass eine Politik gemacht wird, die es erlaubt, die Wachstumschancen der Wirtschaft intakt zu halten. Wir wachsen heuer ungefähr 1%. Es könnte mehr sein. Wir sind deutlich besser als der Österreichschnitt. Wir sind mit einem Höchststand von 150.000 unselbstständig Erwerbstätigen am Höhepunkt. Es geht die Arbeitslosigkeit an sich zurück. Wir haben eine sehr geringe Jugendarbeitslosigkeit, viel geringer als im Österreichschnitt. Das sind gute Daten. Ich hatte die Gelegenheit, die letzten Wochen einige Unternehmen zu besuchen, auch sehr führende waren dabei. Und im Prinzip ist das wie ein roter Faden, der sich durchzieht in den Gesprächen, sowohl mit der Chefetage als auch mit den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Man hört im Prinzip dasselbe. Die Auftragslage ist gut, eigentlich sehr gut in manchen Bereichen, aber es wird auch darauf hingewiesen, dass die Prognosen sehr unsicher sind. Also man weiß auch nicht genau, wie wird sich das entwickeln und blickt natürlich auch nach Brüssel und nach Europa und natürlich auch auf die Bundes- und Landespolitik. Wie wird der Rahmen geschaffen für die nächsten Jahre? Und jetzt ist es entscheidend, dass wir diese Wachstumschancen intakt halten. Ich halte es wirklich für wesentlich und da gibt es einige Dinge, die man angreifen muss und über die man reden muss. Natürlich ist für die heimische Industrie der europäische Rahmen, die europäische Politik, der Herr Bundeskanzler hat darauf hingewiesen, zu Recht meine ich, von allergrößter Bedeutung. In größeren Überlegungen gedacht, muss man es vielleicht so formulieren, Europa hat ein Friedensprojekt zustande gebracht, für das man sehr dankbar sein muss. Eine Friedensunion, für die gerade auch meine Generation wirklich dankbar sein muss. Man muss den Hut ziehen vor sehr weitsichtigen Staatsmännern eigentlich. Europa hat auch eine gemeinsame Währung zustande gebracht. Und das Europa der gemeinsamen Währung steht nicht zum ersten Mal am Prüfstand. Und da wird jetzt eigentlich auch klar, und ich hoffe, das entwickelt sich in diese Richtung, dass mit einer europäischen Zentralbank alleine, einer mehr oder weniger guten Zinspolitik und einigen Maastricht-Kriterien, an die sich leider nicht alle halten, die europäische Währung nicht zu machen ist. Es muss mehr kommen. Es braucht mehr an europäischer Union, es muss die Fiskalunion geschaffen werden, ansonsten verlieren wir die Wachstumschancen in Europa. Der Gerhard Blum hat in eindrucksvoller Weise darauf hingewiesen. Und ich möchte noch ein Drittes dazu sagen, um das wirklich entscheidend nach vorne zu bringen, glaube ich, und zwar sehr langfristig gedacht, man kann nicht nur über das Geld reden und nicht nur über die Frage der Währung. Was uns in Wahrheit fehlt, um einen entscheidenden Schritt nach vorne zu kommen, ist letztlich das Europa der gemeinsamen Identität. Ganz ehrlich ausgesprochen. Und dort steckt Europa in Wahrheit in den Kinderschuhen. Auch ganz ehrlich gesagt. Und daran muss man arbeiten, insbesondere bei den Jungen. Dort ist die Offenheit sehr groß und man muss den Jugendlichen auch vermitteln. Es macht einen Sinn, über den eigenen Tellerrand zu schauen. Es ist gut für die eigene Lebenserfahrung. Es macht einen Sinn, Sprachen zu lernen. Und es macht auch einen Sinn, sich europaweit ausbilden zu lassen. Die Möglichkeiten sind heute eigentlich ungeahnte. Und die Jugend muss ermuntert werden, dies auch zu nützen. Dann entsteht der Keim einer europäischen Identität. Und dort liegt eigentlich langfristig die größte Chance, die wir miteinander haben. Natürlich ist für uns auch entscheidend, wie sich jetzt diese Konsolidierungsbemühungen des Bundes auch unter Zuhilfenahme von Ländern und Gemeinden wirklich entwickelt und ob die PS auf den Boden gebracht werden. Das ist auch entscheidend die nächsten Jahre. Die Zielsetzung ist an sich eine ehrgeizige, nämlich bis 2016 so weit zu kommen, dass Bund, Länder und Gemeinden keine neuen Schulden mehr machen müssen. Anders formuliert, wir wären 2016 dort, wo Vorarlberg heute schon steht. Und das nicht zum ersten Mal, sondern seit Jahrzehnten. Nämlich keine neuen Schulden zu machen. Und das ist richtig so. Von daher, und das habe ich immer offen gesagt, ist dieser Kurs im Prinzip zu unterstützen. Es wäre auch eigenartig, wenn gerade ein Vorarlberger Landeshauptmann sagen würde, es ist falsch, wenn der Bund darauf achtet, keine neuen Schulden mehr zu machen. Im Gegenteil. Es ist dringend notwendig und muss eigentlich mit erhöhtem Tempo fortgesetzt werden. Um einen Vergleich zu verwenden, wenn die Zahlen halbwegs stimmen, wenn die Entwicklung nicht korrigiert wird, dann sind wir bald so weit, an sich sind wir fast schon dort, dass wir für Zinszahlungen mehr ausgeben
also an die Banken, mehr ausgeben, als wir aufbringen können für die Ausbildung von Kindern und Jugendlichen. Ehrlich gesagt ist das beschämend. Und das muss natürlich relativ zügig korrigiert werden. Das ist wichtig. Und ich möchte auch irgendwann einmal einer nächsten Generation in die Augen schauen können und sagen, das haben wir erkannt, österreichweit, und es wurde korrigiert. Wir wollen keine Schulden vererben, sondern Chancen hinterlassen. Das muss eine Ausrichtung der Politik sein. Und ich bin froh an sich, wenn die Richtung eingeschlagen wird. Natürlich gibt es ein paar Dinge, über die man immer reden muss. Es werden auch die Länder ihren Beitrag leisten. Auch Vorarlberg wird das tun. Und ich habe auch sehr deutlich dazu gesagt, wo dort die Grenzen liegen. Auch offen angesprochen. Wenn wir uns bemühen, die nächsten Jahre bis 2016 keine neuen Schulden zu machen, bei wachsenden Ausgaben in der Gesundheit, bei erhöhten Ausgaben im Sozialwesen, die wir auch zu bewältigen haben, in der Pflege etwa, oder auch bei vielen Wünschen im Bereich der Kinder- und Schülerbetreuung, dann ist das für unser Land ein beachtlicher Beitrag. Wenn das alle herbringen, dann ist die Welt wieder in Ordnung. Wenn man von uns verlangen würde, dass wir Überschüsse erwirtschaften und die gerade noch abliefern sollten, dann sind wir nicht dabei. Das ist ebenso klar gesagt und wurde auch akzeptiert. In den nächsten Monaten gibt es einige intensive Dinge dazu tun. Man muss diesen österreichischen Stabilitätspakt neu formulieren, den muss man ausverhandeln. Man muss regeln, wie es im Finanzausgleich weitergeht. Man muss die Pflegefinanzierung im Kern bis 2016 erhalten und auch finanzieren. Man muss die Krankenanstaltenfinanzierung regeln. Das sind große Brocken und keine Kleinigkeiten. Und es ist sehr davon abhängig, ob das gelingt, ob dann insgesamt am Ende gesagt werden kann, es gelingt eine österreichweite Stabilisierung. Aus Vorarlberg kann man im Prinzip Unterstützung verlangen, solange die Spielregeln eingehalten werden. An sich muss man uns nicht erklären, wie man ein Budget macht. Das weiß man bei uns schon. Aber wir helfen natürlich mit, aber mit Maß und Ziel. Es sind auch die Grenzen klar aufgezeigt, wo man dabei sein kann und wo man nicht dabei sein kann. Und ich glaube, mit etwas Anstrengung kann es gelingen, die nächsten Monate das auf den Boden zu bringen und damit auch die Wachstumschancen intakt zu halten. An sich ist das jetzige Paket für den Standort nicht schädlich. Das ist gar nicht so selbstverständlich. Hätte ja auch passieren können, dass einige Dinge erfunden werden oder eingeführt werden, die sehr standortschädlich sind. Darauf wurde geachtet bei der Erstellung dieses Gesamtpakets und da bin ich auch froh darüber, weil es für die Wirtschaft insgesamt von Bedeutung ist. Und dann gibt es einen zweiten Punkt. Es sind, auch das hat der Herr Bundeskanzler angesprochen, auch sehr kräftig und mutig, einige Reformen anzugehen. In der Bildung zum Beispiel. Das ist notwendig. Da muss noch mehr Bewegung hinein und wir sollten auch die Gnade haben, zu sagen, worum es dort geht und keine oberflächlichen Debatten, schon gar nicht ideologisch, abhalten, sondern auf den Punkt bringen, worum es geht. Und nach meiner Meinung, ich kann nur meine persönliche sagen, ist das so, dass wir daran arbeiten müssen, dass im Bildungssystem bei uns, das gilt republiksweit, Spitzenleistungen hervorgebracht werden müssen, ebenso wie wir mehr Chancengerechtigkeit brauchen und wie wir jenen Kindern und Jugendlichen, die etwas benachteiligter sind, auch die Möglichkeiten eröffnen. Chancengerechtigkeit ist auch ein Punkt, an dem wir arbeiten müssen. Aber ein gutes System bringt beides. Es bringt Spitzenleistungen hervor und es hilft den Schwächeren. Ansonsten ist es unbrauchbar im Kern. Und daran muss man arbeiten und da geht es in erster Linie um die Lehrerressourcen. Das kostet Geld. Es geht in erster Linie um das Dienstrecht. Das ist eine Bundesaufgabe. Und wenn das einmal geknackt wird und man dort weiterarbeiten würde, ich habe den Eindruck, man bemüht sich jetzt auch, dann könnte man auch im Bildungssystem eine echte Reform zustande bringen. Es ist im Gesundheitswesen einiges zu tun. Mein Wunsch war immer, dass wir intensiv daran arbeiten, zu einer gemeinsamen Finanzierung zu kommen, einer Finanzierung aus einem Topf, um effizienter zu werden. Und es gibt in der Verwaltung viel zu tun. Und dort sollten wir auch darauf achten, eine gute Balance zu finden und nicht nur blind zu zentralisieren. Da kann man ein bisschen auch in die Schweiz schauen, ist schon erlaubt. Eine vernünftige Verwaltungsreform muss ja dazu führen, dass die Verwaltungskosten runtergehen und nicht draufgehen. Also man kann das in zwei wesentlichen Punkten eigentlich zusammenfassen. Die Schulden müssen runter und es ist auch erlaubt, irgendwann einmal ein paar Cent vom angehäuften Schuldenberg auch zurückzuzahlen. Das ist nicht falsch, das ist prinzipiell richtig. Und das Zweite, wir brauchen einen Reformschub in Österreich. Und wenn an beiden intensiv gearbeitet wird,
und Bund und Länder sich gut verständigen, dann habe ich den Eindruck, man könnte bis 2016 relativ weit kommen in dem Zusammenhang. Und ich bin froh darüber, wenn man sich dem annimmt und ein bisschen was von dem Geist, der in Vorarlberg weht, auch mit nach Wien nimmt. Zum Schluss noch ein Satz zu dem Gebäude und wo wir stehen. Ich sage das bewusst deswegen, weil viel darüber geredet wird, was bringt der Föderalismus, was bringt der regionale Spielraum eigentlich. Wir werden bei uns einige Beispiele finden, nicht zuletzt die heute schon genannte Energieautonomie, wo der eigene Spielraum im Land sehr innovativ genutzt wird. Jede Form des Föderalismus hat nur dann einen Sinn, wenn es immer um den Wettbewerb der besseren Ideen geht. Nicht per se um Föderalismus. Es muss am Ende was Besseres herausschauen. Das ist meine persönliche Einstellung. Und diesem Wettbewerb sollte man sich natürlich stellen, in allen Fragen, wo wir Bund, Länder miteinander zu verhandeln haben. Wenn es regional besser geht und günstiger geht und innovativer ist, dann sollte man es zulassen. Die Energieautonomie ist ein gutes Beispiel. Wir wollen bis 2050, ist eine sehr ehrgeizige Zielsetzung, Energieautonomie, nicht Autarkie, aber Energieautonomie rein rechnerisch zumindest erreichen. Das heißt, gleich viel aus erneuerbarer Energie zu produzieren, wie wir letztlich benötigen, heute und in Zukunft. Eine beachtliche Herausforderung, dass wir tiefe Einschnitte und Veränderungen benötigen in der Art, wie wir bauen und wohnen, in der Mobilität, im Verkehr, in der Infrastruktur und natürlich in der Erzeugung von Wasserkraft. Und jetzt sage ich, man soll mir ein Bundesland bringen, wo es gelungen ist, alle vier Parteien an einen Tisch zu bringen und zu sagen, wer macht mit? Energieautonomie 2050, ein ehrgeiziger Plan des Ausbaus der Wasserkraft. Früher hatten wir das auch schon diskutiert, meistens mit dem Ergebnis, dass man dafür war und beim konkreten Kraftwerk dagegen. Das kann so nicht laufen. Wir haben auch die Parteien in dem Prozess genau in der Frage nicht ausgelassen und haben genau fixiert, und zwar sehr genau eigentlich, wo die Wasserkraft an welchen Standorten und wie ausgebaut werden soll. Und es wurde Konsens gefunden, einstimmiger Beschluss des Landtages. So nützt man intelligent den Spielraum, um zum Beispiel, das ist eines von vielen, die Energieautonomie auch wirklich herzubringen. Und nur wenige Kilometer von uns entfernt, es wurde angesprochen, 196 Kilometer bis nach Mühleberg, da streitet man in der Schweiz darüber, ob man ein Kernkraftwerk jetzt abschaltet oder nicht. Wir werden das einklagen. Auch das heißt den regionalen Spielraum nützen. Durch eine Unterlassungsklage im Land und eine Klage in der Schweiz. Wir werden es probieren zumindest. Weil es nicht klug ist, wenn wir so nah an der Grenze ein Kernkraftwerk stehen haben, wo die eigenen Bundesgerichte in der Schweiz gesagt haben, die Sicherheit ist gefährdet. Da finde ich, es ist höchste Zeit, dass dort natürlich auch echt daran gedacht wird, einen Ausstieg herzubringen. Und bei aller Freundschaft zu den Nachbarn, die wir auch haben, in der Sache sind wir relativ hart und sehr konsequent in der Umsetzung, indem wir schlichtweg klagen und nochmal schauen, was herauskommt dabei. Ich möchte nicht weiter ausholen und an dem Punkt schließen. Ich war gestern in diesem Haus mit 700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Illwerke, genau hier herinnen. Es wurde gefeiert, die Wiederinbetriebnahme dieses Kraftwerks hinter uns. Und es wurde es wurde gestern gesagt und sehr getragen von der Mitarbeiterschaft, es gibt einen Geist der Illwerke. Und dann habe ich gesagt, was ist denn das genau? Und die Aussage war, oder die Meinung war, der Geist der Vorarlberger Illwerke heißt, wir hören auf zu jammern, wir tun die Ärmel hochkrempeln und wir nützen die Chancen, die wir haben. Ich finde das ein gutes Motto fürs Land insgesamt und eigentlich auch für die Republik. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Landeshauptmann Markus Wallner. Meine Damen und Herren, der Wirtschaftspreis der Vorarlberger Nachrichten, der ist inzwischen zum Höhepunkt der Top 100 geworden und auch die Skulptur, die Göpf-Bechtold eigens entworfen hat, ist sowas wie ein Symbol für erfolgreiches Unternehmertum im Land geworden. Und ich bitte jetzt den Initiator des Vorarlberger Wirtschaftspreises, VN-Chefredakteur Christian Ortner, auf die Bühne. Applaus
Preise gibt es ja eine ganze Menge, dennoch gibt es auch besondere Preise. Welche Bedeutung hat denn dieser VN-Wirtschaftspreis? Da müsste man jetzt vor allem jene fragen, die ihn schon erhalten haben. Mein Eindruck war erfreulicherweise, dass er eine hohe Bedeutung hat. Ich habe das gespürt beim Günter Lehner, ich habe das auch bei den Brüdern Blumen letzten Jahr gespürt, dass sie sich freuen. Ich denke, es war auch eine der Ideen, dass es, ich glaube, schon immer schön ist, im eigenen Land anerkannt zu werden, nicht immer nur der Weltmeister irgendwo anders zu sein, sondern wirklich dort, wo man lebt, dort, wo man Familie hat, und das war eben auch eine der Ideen. Nun gibt es mit dem Dr. Toni Rußpreis einen ganz besonderen Preis, der von den Vorarlberger Nachrichten seit Jahrzehnten schon vergeben wird, der wirklich der große Preis des Landes ist. Hat der Vorarlberger Wirtschaftspreis auch so ein Potenzial, in diese Richtung sich zu entwickeln? Es ist etwas anderes, aber ich glaube, es hat ein schönes Potenzial, aber die Verantwortlichen für dieses Potenzial, die sitzen heute hier und da kommen auch schon wieder neue nach, und ich denke, deswegen hoffen wir schon, dass er einen ganz wichtigen Platz von der Bedeutung her in unserem Land einnehmen wird. Wenn man sich die Unternehmen in Vorarlberg, die es alle gibt, nicht nur die, die hier immer vertreten sind, sondern die immer wieder in den Vorarlberger Nachrichten auch abgebildet werden, wenn man sich die anschaut, dann kann man sich vorstellen, dass es unendlich schwer fällt, hier die richtigen Kandidaten auszuwählen. Ja, nein, unendlich schwer wäre es eigentlich, wenn es gar keine gibt oder ganz wenige. Es ist eigentlich eine angenehme Aufgabe. Wir sehen das immer wieder, wenn es dann zur Jury-Sitzung geht. Natürlich, es gibt natürlich auch jedes Jahr Unternehmer, die in diesem Jahr den Preis nicht bekommen können, weil er eben einmalig ist. Aber auch deswegen hoffen wir ja auch Fortführung des Preises. Es gibt eine prominent besetzte Jury, die sich mit diesem Thema intensiv beschäftigt. Nach welchen Kriterien wird denn der Preisträger ausgewählt? Also zuerst vielleicht ein Wort zur Jury. Uns ist ja ganz wichtig, der Preis heißt VN-Wirtschaftspreis, aber es ist keine Erfindung der Gewinner aus der VN-Chefredaktion oder der Wirtschaftsredaktion, sondern uns ist wichtig, dass wirklich eine sehr große Jury, eine Jury, die aus mehr als der Hälfte nicht VN-Mitarbeitern besteht, für die Verleihung verantwortlich ist. Und jetzt habe ich die erste Frage vergessen. Die erste Frage war, nach welchen Kriterien? Nach welchen Kriterien? Also ganz klar, in Vorarlberg ist mal ganz wichtig, dass man wirtschaftlich erfolgreich ist, dass man auch wirklich Geld verdient. Ist natürlich auch für jedes Unternehmen, glaube ich, das Allerwichtigste. Aber es sollen auch andere Faktoren stimmen. Für uns als Landeszeitung ist es immer wichtig, dass natürlich eine sehr enge Beziehung zum Land hier ist, also eine Standorttreue hier ist. Und es ist natürlich auch ganz wichtig für uns, das wurde heute auch schon angesprochen, dass einfach dieses Miteinander mit den Mitarbeitern wirklich ein gutes ist, ein kooperatives ist, dass den Mitarbeitern Verantwortung übergeben wird. Also eine echte Kultur ist uns wichtig, und natürlich auch, das hat natürlich auch mit der Standorttreue zu tun, auch eine hohe Wertschöpfung im Land Vorarlberg. Dann machen wir es spannend und öffnen ein bisschen schon das Fenster. Nach welchen Kriterien oder wie wurde diesmal gewählt? Wie wurde gewählt? Es wurde eigentlich wie immer gewählt. Die Jury trifft sich im Februar. Es gibt Vorschläge von außen. Wir rufen ja in der Zeitung auf, uns Vorschläge zu machen. Da kommen auch aus diesem Kreis immer wieder Vorschläge. Es kommen Vorschläge aus dem Kreis der Jury. Die werden zunächst einmal alle diskutiert und dann wird abgestimmt. Und dann erfahren wir jetzt gleich mehr, wer der Preisträger in diesem Jahr ist. Ja, meine Damen und Herren, ich möchte Sie nicht länger auf die Folter spannen und ja, das Geheimnis lüften. Die Jury hat sich wie folgt entschieden: Der VN Wirtschaftspreis 2012 geht an Michael Doppelmeier. Bitte auch der Herr Bundeskanzler und der Herr Landeshauptmann auf die Bühne.
Die Jury hat die Entscheidung wie folgt begründet. Michael Doppelmayr erfüllt alle 5 Kriterien für den VN-Wirtschaftspreis in höchstem Maße. Die Kriterien lauten: nachhaltiger wirtschaftlicher Erfolg, hohe Wertschöpfung am Standort Vorarlberg, vorbildliche Unternehmenskultur, besondere soziale Verantwortung und Treue zum Standort Vorarlberg. Dazu auch ein kurzer Blick in die Firmengeschichte. Das Unternehmen wurde 1892 vom Urgroßvater des Preisträgers Konrad Doppelmayr als Schmiede gegründet. Im Jahr 1910 wurde der erste Aufzug gebaut. In zweiter und dritter Generation führten Michael Doppelmayrs Großvater Emil und sein Vater Arthur das Familienunternehmen an die Weltspitze. 1994 übernahm Michael Doppelmayr als Vorstandsvorsitzender die Gesamtverantwortung für das Unternehmen, das im Jahr 2002 mit dem Seilbahnhersteller Garaventa fusionierte. Die Unternehmensgeschichte von Doppelmayr liest sich wie eine Aneinanderreihung von Superlativen. Als Weltmarktführer steht Doppelmayr seit Jahrzehnten für Pioniergeist, Innovationskraft und Erfolg durch technischen Vorsprung. Viele Meilensteine wurden in den 18 Jahren unter der Federführung von Michael Doppelmayr realisiert. Auch die aktuellen Zahlen zeigen die Bedeutung des Unternehmens für Vorarlberg. Die Doppelmayr-Gruppe beschäftigt derzeit 2214 Mitarbeiter in 33 Ländern, davon 980 in Wolfurt. Der Umsatz der Gruppe im Jahr 2011 betrug 618 Millionen Euro. 126 Seilbahnen wurden in diesem Zeitraum errichtet. Insgesamt baute der Weltmarktführer in seiner Firmengeschichte unglaubliche 14.200 Anlagen in 86 Ländern. Unter der Annahme, dass alle diese Anlagen noch in Betrieb wären, würde das einer gleichzeitigen Beförderungskapazität von 18 Millionen Menschen entsprechen. Aber nicht nur der wirtschaftliche Erfolg zeichnet das Schaffen von Michael Doppelmayr aus. Besonders positiv wurde seitens der Jury die außergewöhnliche Firmenkultur, das vorbildliche Miteinander der Geschäftsführung mit den Beschäftigten erwähnt. Auch das Kriterium der Treue zum Standort Vorarlberg, von dem auch viele heimische Zulieferbetriebe profitieren, erfüllt Michael Doppelmayr für die Jury in höchstem Maße. Fast müßig zu erwähnen, dass das Unternehmen aus seiner Verantwortung als Lehrlingsausbildner in hervorragender Weise gerecht wird. Sehr geehrter Herr Doppelmayr, stellvertretend für die Jury darf ich Ihnen, oder ich habe es schon gemacht, mit dem Herrn Bundeskanzler und dem Herrn Landeshauptmann den Preis überreichen und ich darf Ihnen ganz herzlich gratulieren und vor allem viel Glück für die Zukunft wünschen. Herzlichen Dank den Herrn, der Michael Doppelmayr bleibt bei mir. Ja, schwer. Herzlichen Glückwunsch. Guten Abend miteinander. Der Michael Doppelmayr, alles Gute, Gratulation. Wir sind schon oft miteinander auf der Bühne gestanden. Der Michael Doppelmayr ist gewohnt, dass er Preise bekommt, dass er Auszeichnungen bekommt fürs Unternehmen, für seine Seilbahnen, für seine Innovationen. Wie ist das Gefühl, heute mit dem Vorarlberger Wirtschaftspreis ausgezeichnet zu werden? Ja, es ist ein schönes Gefühl und erstens einmal guten Abend miteinander. Zweitens möchte ich mich bei der VN und beim Komitee bedanken, dass der Preis uns zugesprochen wurde. Und es ist nicht nur mich, sondern es sind auch meine Mitarbeiter. Es sind 2300 weltweit. Und unsere Kunden darf ich mich bedanken. Ich muss auch sagen, wenn der österreichische Tourismus nicht so krisenresistent wäre, würde es uns nicht so gut gehen, wie es uns zurzeit geht. Dann natürlich unsere Partner. Und ich glaube, es ist eine Anerkennung für das gesamte Unternehmen, dass ich heute stellvertretend diesen Preis entgegennehmen durfte. Reden wir über das Unternehmen, auch über eure Unternehmensgeschichte. Doppelmayr gibt es ja schon in der 4. Generation mit Michael Doppelmayr. Da sagt man ja immer so, wenn es 4 Generationen sind, dann wird es unter Umständen auch schwierig im Unternehmen. Wie schafft ihr es, dass du in 4. Generation so erfolgreich bist? Ja, sehr gut tut man, dass die 3. Generation normalerweise verlumpt, oder?
Dem ist bei uns nicht so. Also der Konrad Doppelmeier hat die Firma gegründet, der Emil Doppelmeier hat sich nach vielen, vielen Versuchen, verschiedene Produkte, sage ich jetzt mal, zu machen, der hat 1912 den ersten Aufzug gemacht, wir haben in der Firma Doppelmeier, und Sie werden lachen, irgendwann einmal Waschmaschinen gebaut und also die haben wirklich vieles probiert. Und er hat dann 1933, hat es dann wirklich geschafft, in diesen Markt hineinzugehen, hat mit dem Herrn Bildstein zusammen den ersten Schlepplift in Zürich gemacht. Und das war eigentlich der Einstieg in diese Branche. Zum damaligen Zeitpunkt waren drei Leute auf der ganzen Welt, die dasselbe gedacht haben zum selben Zeitpunkt. Mein Großvater war einer davon. Dann mein Vater hat das weiterentwickelt, hat den Grundstein gelegt für unseren Erfolg heute, weil er in die kuppelbare Bahn eingestiegen ist. Das war eine sehr schwierige Entwicklung zum damaligen Zeitpunkt, weil die Zeiten waren damals nicht so einfach. Wir waren nicht so ein großes Unternehmen. Das war das Erste. Und das Zweite, er hat sehr früh begonnen mit dem Export. Und von dem profitieren wir heute, weil wenn Märkte, ich sage jetzt mal, nicht so gut laufen, dann ist es so, dass andere Märkte wieder besser sind. Und wir jetzt, erstens einmal konnten wir auf ein solides Fundament aufbauen. Und zweitens ist es so, dass wir die Technologie, die wir haben, die haben wir nicht nur weiterentwickelt, es ist nicht nur schneller, weiter, höher, sondern wir haben das auch in andere Bereiche gebracht. Also wir sind jetzt im innerstädtischen Verkehr, wir sind im Materialtransport. Und es ist so, dass zurzeit mit dieser ganzen Diskussion Umwelt, Energie, da werden wir auch einen Beitrag leisten können, weil eine Seilbahn in der Stadt ist eine sehr kostengünstige Möglichkeit, Leute zu transportieren. Wir beweisen das zurzeit in Asien und in Südamerika. Und es gibt bei uns im Hause so eigentlich so ein bisschen das Motto, das Vorarlbergische, wo heißt eigentlich nicht Lucklow. Und ich glaube, das trifft es am besten und ich möchte mich da bei meinen Mitarbeitern bedanken. Eine letzte Frage noch. Wo kommt der Preis hin? Ja, ich habe gewusst, dass das kommt. Wo stellst du es an? Ich habe es vorgewählt, oder? Es ist so, dass er bekommt einen guten Platz, aber ich glaube, dass das Symbol als solches ist schön. Aber ich glaube, der Preis wird in den Köpfen der Mitarbeiter sein. Und ich glaube, das ist das Wichtige. Danke. Herzlichen Dank, Michael Doppelmeier. Alles Gute. Das war die Verleihung des VN-Wirtschaftspreises. Das waren die Top 100 der Vorarlberger Unternehmen. Meine Damen und Herren, ich danke herzlich im Namen der Vorarlberger Nachrichten den Gastgebern der Illwerke VKW, der Wiener Städtischen, der Dornbirner Sparkasse, allen anderen, die den Beitrag zum Gelingen des heutigen Abends geleistet haben und leisten werden. Denn jetzt wird das Buffet für Sie eröffnet, meine Damen und Herren. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, anregende Gespräche. Danke, Wiedersehen.